Ein Spaß. So. Boah, das ist das schlimmste Let's Play, was ich hier angefangen habe. Also ich. Dafür ein Klassiker ist, tut man sich ja echt Schmerzen an. Ich versuche gar nicht erst mal schwer irgendwo drin. Ach, die Haube ist nass, wenn es regnet, ja? Da habt ihr ja echt, ey, was Krasses herausgefunden. Ich geb dir gleich ein Timeout. Dein Channel. Was auch immer dieser Wagen hier treibt. Hier klappt doch schon wieder gar nichts, Alter. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Weg mir doch. Jetzt geht die Handbremse schon wieder nicht. Ich kapier das nicht. Keine Ahnung, was hier los ist. Boah, nee. Ey, ich hasse Rund-K.O. Ich hab keinen Bock auf Rund-K.O. Wird wieder so ein richtig... Ah, nee, schon wieder der Spasti. Ach du Kacke, ey.
Das ist echt anstrengend, das Spiel, also... Empfehlen kann ich jetzt nicht zum Auflösen. Privat spielen kann man es aber sonst. So unübersichtlich, ne? Schwerer als GTA auf jeden Fall. GTA ist ja gegen Kinderkacke. Chor ist da, hallo. War für die Bots ein bisschen scheiße, glaube ich. Level 3 von Stoßstangen. Motorraum hatten wir auch. So, boah. Kerl, du nervst. Hier hast du Kohle. Nimm dir Taxi. Bist du schneller? Hey, Taxi! Ja, fahren wir auf schwer. Ich tue es mir wieder an, ich bin halt behindert. Ich tue mir wieder die ultimative Rage-Scheiße hier an. Warum auch nicht, ne? Spackos sind dabei, Chat, Kurt und Top. Nice.
Concentration! Er rutscht genau, er ist unglaublich einfach. Sag's euch, letzte Runde gleich und das macht wieder Peng. Ich mache das jetzt schon Peng, machen wir nicht. Und ich spreche mein Handy auch gleich in drei Teile. Andy Bro, willkommen! Vielen Dank für ein Follow! Ey, scheiß die Wand an. Ey, ich fliege wie ein verkorkstes Raumschiff hier! Ey. Boah, ich geb's echt auf. Immer irgendwo hängen oder so, ey, ist unglaublich. Turniere, Alter, wann sind die endlich vorbei? Oh. Nicht schon wieder die nein. Alter, ey, diese Strecke ist doch gut. Ey, und es geht direkt los. Die fahren wie Idioten. Da bricht der schon wieder weg. Ich check dieses Auto. Schon wieder. Der ist nur am Rutschen, der war. Komischerweise, jetzt muss ich auf schwer fahren. Ne? Ich fahre ja wieder auf leicht, ey. Ich habe keine Kraft mehr, ey, zum Ende diese Rutschpartie-Scheiße reinzuziehen und ewig die Rennen zu verlieren.
Und der Verkehr, der ist überall. Oh Scheiße, ich muss mir nur merken, wie der Verkehrsbord. Der ist jedes Mal gleich. Übertrieben. Ja, war klar, den Deko mit einer Extra. Oh, der Kack, der ist geskripteter Verkehr, der so spawnt, dass der immer dann an der Einstellungsmitte vorbeifährt. Ja. Habt ihr das gesehen? Wie der den einfach weggefegt hat? Das kann nicht sein Ernst sein, Alter. Toll, da drin verlieren wir auf jeden Fall schon mal. Außer ich gebe mir jetzt mal Mühe, Moment. Den hat zerlegt, so. Aber einfach mal die Bremse hin und wieder benutzen, tut echt gut. Aber wie er aufholt, ne, zieht's euch rein, der ist gleich schon wieder hinter mir. Jetzt passt mal die Kurve. Habt ihr das gesehen, Alter, auf dem Radar sieht man das immer ganz nett. Auf dem Radar. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Genau, auf dem Radar müsst ihr mal achten, die blauen Pfeile, manchmal wie die um die Kurve gehen. Immer ist mein Handy vollgebombt mit Nachrichten, diese scheiß WhatsApp-Gruppen, ne? Die eine Strecke nur rückwärts, ja sicher. Ey, einer klebt dir immer am Arsch. Da habt ihr das schon wieder gesehen, das ist doch komisch. Über die auf die Seite, als wenn ich sie biegen, Alter. Was ist der da drüben oder was? Wie er wieder aufholt, zieht euch rein. Diese Sekundenanzeige ist immer perfekt, da siehst du, wie krass schnell die auf einmal werden. Es war so klar, ne? Letzte Runde, da passiert mir wieder so ein Scheiß. Der wird mich so gnadenlos überholen, jetzt gleich vom Ziel. Ne, der hat einen Unfall gebaut. Aber egal, achtet auf den blauen Pfeil, der kommt gleich angefräst, hat Liebe flotten.
paar Meter mehr und der hätte mich überholt. So. Neues Tuning-Teil, das ist unser Auto auf Maximum. Mehr geht gar nicht mehr. Ich sag's euch, wenn wir nachher wieder GTA zocken, sind hier wieder 50, 60 Leute. Das ist auch wieder so eine Nummer, ey. Oder sogar 100. Die letzte. So, jetzt hat er ein Maximum an Beschleunigung und so. Lion, vielen Dank für dein Follow. Willkommen bei den Milchonauten. Gönn dir ein Glas Milch? Schön, dass du da bist. So, der verrückte Driften hier. Kann die Belegung nicht ändern, einfach so. Jetzt von alleine verstellen, ey. Die Handbremse ist jetzt wieder ganz woanders. Da komme ich richtig beschissen dran. Upsala.
ist auf der Titelseite von Maxi Tuning. Happy Birthday. Ach, du willst mich herausfordern? Okay, ich zeig dir, wie die großen Jungs spielen. Ja, dann zeig mal, du Spast. Deiner komischen Pupskarre da. S2000 hat der Kuppel. Oh, und da ist der andere, der in dem Rennen nachher dabei sein wird. Der irgendwie mit 350er Cent. Und das ist dieser Skyline aus dem Crack, ey. So, den hätten wir ausgeschaltet. Den schnellsten einfach wegkicken in der Karte. Ich hab mich schon gefreut, er hat hier kein Verkehr. Ich hab da so ein scheiß Auto. Wir haben schon wieder so ein Torpedo hinter uns. Alter, da ist die Karre wieder ausgebrochen, da jetzt fast wieder gescheppert. Ui. Ja, Chat, super Auto, hat er viel gebracht. What trouble? What TTT? Ja. Ja, lohnt sich nicht. Mein Laptop kriegt das nicht gebacken. Da brauche ich. Muss ich warten, bis ich meinen dicken Rechner habe. Ich bin's, Bruder. Krass, wie du Eddies Amigos im letzten Rennen ausgenommen hast. Naja, jetzt geht's auf Platz 3 der Sprints. Schade, dass Samantha nicht hier ist. Wo ist Samantha denn? Was soll der das schon wieder, ey? Warum bricht der so übertrieben aus, der Wagen? Ich
Schon wieder, Alter, was soll der Dreck? Mein Gott, das kann man auch übertreiben. Keine Ahnung, ab so ein paar Games. Ich glaube, wir nähern uns so langsam dem beschissensten Rennen aller Zeiten. Ja, es ist 8 Rennen noch. Nitro für Kurt, nichts für dich. Wie viel Vorsprung soll ich dir das lassen? Mir im Arsch leck. 6 Runden fahre ich nicht so schwer. Das ist ja wieder, damit man in der letzten Sekunde. Oh ja, da drin, ja, an das erinnere ich mich auch. Das ist genauso scheiße wie die anderen. Ja, sind die Gegner auch so übertrieben. Vor allem, wenn das Auto so für Faxen schiebt hier. Ja, was ist das los? Ich verstehe es nicht. Kommt man auf so eine spastische Idee, 6 Runden hier wieder zu fahren? Da drin auf jeden Fall beim ersten Mal schaffen. Ich habe keinen Bock, wenn ich in die letzte Runde wieder crashen, dann verliere ich meinen Nerv komplett. Ich habe das noch nie. Ich meine, das ist eins von den Rennen, wo ich früher richtig viele Versuche gebraucht habe wegen dem Verkehr. Das geht die ersten 3-4 Runden immer gut und dann geht's los, Alter. Dann ziehen die so an mit der Schwierigkeit und fahren die auf einmal ein scheiß Tempo hier. Ein scheiß Tempo, das ist nicht normal. Sag euch, die werden gleich noch richtig Gas geben.
Oh Mann, das ist, ich bin gerade ein bisschen on fuel. Aber ich will keine Scheiße bauen. Zieht dich voll in die Länge, das Scheiß hier, ne? Ja, jetzt fünfte Runde, jetzt geben sie Gas. Pass auf. Müsste eigentlich. Würde mich wundern, wenn nicht. Der eine war jetzt gerade schon der Hintergrund, ich habe ihn auf jeden Fall gehört. Ja, das sag ich doch, da kommen sie doch. Boah, ich bin voll aufgeregt, ich bin nervös. Ein Fehler kostet mich den Sieg. Ich muss absolut perfekt jetzt wieder zur Runde fahren. Oh Gott. Ja, jetzt zur Runde ziehen die auch nochmal ordentlich Tempo an. Nein! Nein! Boah, wie der Hurensohn mich weggerammt hat. Hab ich jetzt Glück gehabt, dass der mich nicht eingeholt hat da. Alter, habt ihr das gesehen? Wie erbärmlich sind die Bots bitte? Also, das war... Ey, das war früher einfach gar nicht so. Das ist ganz anderes Spielerlebnis heutzutage irgendwie hier. Ich kapier das nicht. Wie der mich weggeklatscht hat, der Bastard. Vor allem, wie der das einfach konnte, ne? In Social Power oder was? Da, jetzt ist der wieder direkt hinter mir. Alter, das wird so ein knapper Scheißsieg, ne? Wenn ich überhaupt gewinne. Ich wette, ich muss gleich wieder den heiligen Neustart-Button drücken. Boah, jetzt ganz kurz noch konzentrieren. Jawohl, der hat auch noch einen Crash gehabt. Boah, Glück, ey. Hä, hey, wieso? Alter, will mich Twitch auch schon wieder verarschen? Wieso lockt er sich einfach aus? Ist der irgendwie dumm oder so? Cobra ist voll... In letzter Zeit, ehrlich gesagt, nervst du mich nur noch. Mit deinen ganzen Trollsprüchen und so weiter. Ist nicht mal böse gemeint, ich nervt aber einfach nur.
Alter, wie mich hier schon wieder alles auf die Palme bringen will. Oh. Ja, ich weiß nicht warum, aber ich habe keine Option mehr für Timeouts und so ein Scheiß. Das ist ein bisschen behindert gerade. Hat keinen Sinn. Ach, Twitch ist ey. Ach. Naja. Nummer 3 auf allen Ranglisten. Nicht schlecht. Du hast es echt drauf, was? Huch! Nochmal ein Leistungsupgrade. Die Technik heutzutage ist echt zum Kotzen, Mann. Was ist das denn? War so klar, ne? Jetzt wäre ich fast wieder in diesen Bug da reingefahren. Du fühlst dich jetzt ganz groß, hä? Leider bist du nichts weiter als Durchschnitt. Dein Wagen mit ein paar meiner Teile, das ist groß. So. Boah, ich hoffe, wir haben es bald geschafft. Oh, Nummer 2. Werden wir hier. Huchala.
Da, er schon wieder. Und der Typ. Direkt zwei von denen aus dem 103er-Rennen erzählt. Erbärmlich. Boah, ich hasse geskripteten Verkehr, ne? Jetzt will ich erzählen, was der denn für Noss, bitteschön. Guck, genau, nur ich kriege ihn ab. Er kommt erst, wenn ich an einer bestimmten Stelle vorbeigefahren bin, weißt du? Da, seht ihr? Er fährt genau so, dass ich ihn treffe. Es ist erbärmlich. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Was war das jetzt bitte schön? Er hat das Auto weggekriegt. Klar ist das ein Totalschaden. Andere knallen manchmal voll gegen die Wand und haben keinen Totalschaden, aber ich für so ein Stupserchen da. Ey, das ist so ein Witz, oder? Boah, wie erbärmlich kann dieses Spiel eigentlich noch sein? Also ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. Guckt euch an! Auf keiner Spur schaffe ich das! Wie soll das denn gehen, Mann? Ey, das geht nicht. Es geht einfach nicht an diesem Auto vorbei. Soll das klappen, Mann? Da, jetzt crash ich gleich wieder. Da, was ist denn das für ein erbärmlicher Scheiß? Perfekt. Guck mal, durch so ein Fail von einem anderen kann man hier nur gewinnen, oder was? Das ist doch lächerlich, ey. Wenn man nur so gewinnen kann. Ach, zwei in Totalschaden und der andere hinten. Alter, wie kann man so eine Scheiße programmieren, Alter? Die haben sich auch gedacht, hahaha, ihr Penner, ha, die werden alle richtig ausrasten, ha, ha, ha. Boah, nicht schon wieder sechs fucking Runden.
Es ist einfach nur zum Kotzen da. Sechs Runden und er driftet sich hier in Behinderten. Das werde ich im Leben nicht überleben hier da drin. Ich glaube, ich werde hier durchdrehen. Malkwitz, vielen Dank für dein Follow. Willkommen. Freut mich, dass du da bist. Können wir das nicht hier bei uns? Guck mal, wie er mir am Arsch klebt, Alter. Was willst du mir eigentlich erzählen, du? Ich hab den voll weggeklatscht, der ist irgendwo hängen geblieben. Kackfass, ey. Angel, bringst du mir eine Pizza? Oder bestell mir eine? Ja. Auch wenn du weit weg bist. Klebt mir der andere da am Arsch oder was? Ist auch gecrashed werden, du Sack oder was? Jetzt hat ernsthaft gebremst, ein Bot der bremst, das gibt's doch gar nicht. Mein Auge juckt so erbärmlich, das riecht voll auf. Ach, es gibt doch Mittel und Wege, die warm zu halten, Angels. Wenn ich da drin auch auf Anhieb schaffe, immer ich auch noch schon mal ein Kreuz. Ja, scheiße, ne, da dreht sich der Pisser. Da wollte er mich schon wieder crashen. Wer klebt mir das schon wieder hinten ran? Ey, unglaublich, ne, wie das hier manchmal abgeht. Das Ding hört sich nach 350Z an. Scheiße, ey. Hat da so einen schönen Unfall gebaut.
Ich steig mit. Ich darf jetzt keinen Scheiß bauen, jetzt letzte Runde. Und so gut wie im Ziel. So, saubere Scheiße. Boah, ey, im Moment haben wir Glück. Keine zweite Chance, Fehler der ersten Runde wieder gut zu machen und Fehler kosten nicht den nächsten Ranglistenplatz. Hä? Das ist ja nur eine Runde, das ist ein Sprintrennen. Schlau. Das ist dann wahrscheinlich so ein Rennen wieder, wo wenn die einmal vorne sind, dann hast du verkackt. Dann kannst du gucken, wie ihr gewinnt. Mit dem Neustart ist. Also was ist mit meinen Augen los? Pieks und Stich, ey. Der Typ da hinten, der leckt schon wieder an meiner Heckschürze rum. Boah, nicht die Zebra, Alter. Boah. Warum? Alter, hab ich jetzt ein Glück, dass ich den noch eingeholt habe. Warum bricht der aus, der Wagen, Alter? Der hat mich jetzt fast den Sieg gekostet. Unglaublich. Boah, meine Augen. Scheiß, ey. Boah, nicht mehr weit. Ja, mörderischer Verkehr. Boah. Ein oder zwei Rennen noch sind wir von dem Killerrennen entfernt. Ich mache auf jeden Fall ein Päuschen kurz vorher, bevor wir das Rennen fahren. Das ist so abgefuckt brutal. Da wirst du bekloppt von. Ich sag's euch. Thank you.
bestimmt richtig Terror da mit dem Verkehr. Aber dafür, dass da irgend so ein Spiel zu Ende ist, muss es dann eigentlich todvoll sein hier. Also, naja, viele Menschen leben in dieser Stadt wahrscheinlich sowieso nicht. Ich fahre gerade sehr gut. Hoffentlich bleibt das so, ohne dass die Karre jetzt wieder ausbricht. Oh, komm schon. Mörderischer Verkehr, er ging doch jetzt eigentlich. Hat euch schon schlimmere Runden erlebt. Oh, Level 3 Hexstoßstangen. Oh, das wird so ein Selbstmordkommando gleich, dieses Rennen. Ich werde ausrasten. Ich werde mein Bart wirklich fressen. Ich werde in die Glasflasche beißen. Ich werde dem Laptop ein Stück abbeißen. Ich werde dieses Rennen verfluchen. Ja, zum Glück haben wir noch ein Turnier vor uns. Lol. War jetzt auch voll Bock drauf. Oh Gott, ey. Sehr cool. Es heißt, der Sieger des nächsten Rennens landet auf dem Cover von Hot Force. Hot Force. Noch 10 Rennen und einmal bitte und einmal ja Nervtod, Nerventod halt, ne? Das übernächste Rennen wird so heftig. Ich hasse es jetzt schon. Wieder. Enduro Straßencircuit oder wie das heißt. Es ist einfach nur brutal. Dieser goldene Scheiß S2000. Dieser schwarz-rote. Nicht schwarz-rote. Grün-rote Honda. 350Z. Lilaner Mazda RX-7. Das ist. Absoluter. Naja, wenigstens ist ein Turnier mit Sprit drin. Boah, was war das jetzt schon? Nein, 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 nein! Boah. Ja,
Ich hasse diesen Tunnel hier, den werden wir auch gleich hassen. Das Schlimme an dem Rennen ist nicht nur, dass das einfach so ultra schwer ist von der KI her, dass die so schnell sind. Du musst auch noch 7 Runden fahren, das ist das Schlimmste. Das Rennen, das habe ich. Ich kann das einfach nicht vergessen. Das war damals so ein Höllenritt, das Rennen zu schaffen. Ich habe das damals auf leicht gerade so mit Kotzen und Würgen geschafft. Könnt euch vorstellen, wie schwer das Scheißteil ist. Spannend, das wird ein Totalschaden. Das Rennen. Das wird die PlayStation nicht überleben. Das wird diesen Controller endgültig zerfetzen, bestimmt. Ich werde den garantiert gegen die Wand klatschen da hinten. Ich habe gleich die schwerste Aufgabe heute auf ganz Twitch hier. Der Kurve bricht er auch gerne aus und ja, das ist ein Teil der Strecke, die wir da erfahren müssen. Ich hab keinen Bock auf dieses Rennen, ey. Ohne Scheiß. Man kann das ja auch nicht skippen, weil ist das schlimm. Muss das eigentlich irgendwie nicht stattfinden. Da habe ich die Karre ja perfekt in den Weg gerannt. Hör auf mit Hello Kitty! Scheiße, ich kann nicht mehr hören, wer sowas spielt, ne? Ich habe mit ja gar schon auch gespielt, von daher bin ich ab jetzt ein erbärmliches Dienstkind. Ich hab ein paar K.O. gezockt. Bäh. Okay, hier ist viel schlimmer als vorhin in dem Einrennen, wo er ja so mörderisch sein wollte. So.
Sprit sind die auch manchmal ganz schön in die Länge, ne? Mann. Was für abgefuckte Rennen wir jetzt schon in Towns haben, ey, ist unglaublich. Das Spiel durchzuspielen hier ist echt noch eine Herausforderung. Wollt dann nicht mal überholen. So. Ich weiß zwar nicht, was das mir bringt, das Hot Forms mir nicht aufs Titelblatt bringt, aber. Fürs Gewinnen aller Turniere, geil. Krass, du auf dem Cover von Hot Force. Boah, wir haben es hinter uns. Wir haben alle Turniere hinter uns. Oh, das speichern wir doch. Geil. Dummy, moin, ey. Uns steht jetzt gleich das schlimmste Rennen aller Zeiten bevor. Ich kriege jetzt schon Kopfschmerzen, obwohl ich noch gar nicht angefangen habe. Das hier ist Rennen 102. Tja, und hier ist es. Ne? Rennen 103. Naja, wir fahren erst das. Gegen die aggressivsten Fahrer fahren wir jetzt. Läuft. Und danach kommt das Rennen der Rennen. Das schlimmste, abgefuckteste Scheißrennen aller Zeiten in der Welt der Rennspiele. So, jetzt die müssen wir hier noch in der Botanik versenken. Ich glaube, da drin ist genauso leicht, oder? Ne, ich glaube, hier kriegen wir auch ein bisschen Ärger. Ich muss mein Heck gerade abholen. Scheiß geil, ne? Der aggressiv ist, wissen wir schon lange. Er muss wieder ausbrechen, dieser Wagen. Das ist einfach krass. Ja.
ganze Zeit macht er mich immer kurz vor dem Ziel, ey. Ein bisschen ruhiger, aber ich konzentriere mich auch ein bisschen mehr, damit wir hier durchkommen. So, letzte Runde, jetzt kommen wieder die Fails. Ich komme statt in der Kurve nicht aus, muss ich leisten. Ich wette, ich brauche gleich einen Unfall. Irgendwas muss passieren. Ich läuft gerade viel zu gut. Hängt mir aber auch am Arsch und holt auch wieder. Kommt schon. Jetzt keine Scheiße. Oh, so ein Glück, ey. Ha. So. Es ist soweit, Leute. Ihr könnt euch vom Onkel verabschieden. Ich werde nämlich heute sterben. Das Rennen da, das werde ich gleich einfach absolut nicht überleben. Da bin ich ja schon am seit keine Ahnung wie lange am rumrollen drüber. Ich speichere lieber noch mal, bevor ich die crazy setze. Klar spielen wir nachher noch Minecraft und so weiter, weil ich werde mit Underground hoffentlich durch sein gleich. Aber erst haben wir noch ein, zwei Stunden ein Rennen vor uns, was absolut unmöglich ist teilweise. Man kann es am ersten Anlauf schaffen, aber du musst sowas von perfekt fahren. Das ist es. Das ist das schlimmste Rennen, das es in Videospielen geben kann. Das ist schlimm. So, ich mach kurz ein Päuschen, ja, bin kurz weg. Wir sehen uns gleich wieder, so 3-4 Minuten, 5 Minuten. Ich gehe kurz was anderes zu trinken holen noch und einen kleinen Snack. Weil das Rennen wird jetzt brutal. Bis gleich. Mm-hmm.
So. Ich habe keinen Bock auf dieses Rennen. Absolut kein Bock. Dieses Rennen wird mich sowas von auseinandernehmen und wir kriegen kaum Kohle dafür. Ich hoffe, wir haben Glück und die Bots bauen nur Scheiße. Ich hoffe, aber es war früher einfach nie so. Wir haben immer wieder Pech gehabt. Es gab immer wieder bam, 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 Crash, Crash, Crash oder die sind weggefahren mit 300 Sachen durch die Kurve. Boah, wir dürfen nicht vergessen, nachher in die Statistik reinzugucken, wie schnell die gefahren sind. Das ist so am... unglaublich. Ich schaff das eben nie im Leben. Ich schaff das einfach nicht. Ich werde dieses Rennen nicht schaffen heute. Ich glaube das nicht. Naja, gut. Das wird einfach Brainfuck 3000. Wir legen los. Das wird total schaden, wird das. Das wird total schaden, das Rennen. Der goldene S2000, der rot-grüne 350Z und der lilane Pisser von RX7. Die sind so brutal. Ich schaff das nicht, ne. Boah, jetzt geht's los. Oh Gott, dieses Rennen. Ich muss mich konzentrieren, ich kann nicht viel reden. Doch schon einer angeschossen und es ist der Golden. Ich wusste es, ausgerechnet der. Ich muss mich konzentrieren, Leute. Sorry, dass ich nicht viel rede. Ich habe einen Fehler gemacht. Einer hat schon mal einen fetten Unfall gehabt. Scheiße, genau sowas, solche Kleinigkeiten sogar dürfen nicht passieren. Komm schon. Boah, ich hab Gänsehaut. Ich darf den auf keinen Fall vorlassen. Wenn der einmal vorne ist, haben wir verloren. Ah, da hat er mich gerammt. Der hat mich gerammt. Die ersten Runden sehen immer gut aus, aber dann geht's los, ich sag's euch. Oh, komm schon. Gut, dass ich nicht nach hinten gucken kann. Wegen dem Scheiß. Ah, Scheiße, nein, 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 gib Gas, gib Gas, gib Gas. Oh, er klebt direkt am Heck, wenn ihr mal auf die Anzeige oben achtet. Hier ist gar kein Verkehr, fällt mir gerade auf. Geil. Der bleibt aber auch eiskalt hinter mir. Ich kriege dich abgehauen. Die anderen beiden haben Scheiße gebaut, das ist schon mal gut. Der darf mich nicht überholen. Der darf mich einfach nicht überholen. Nein! Jawohl! Oh, er ist da hängen geblieben. Oh, komm schon. Lass mich nicht im Stich, Skyline. Ja, er fällt zurück. Er fällt zurück. Das sieht gut aus. Ohne Scheiß, wenn ich das beim ersten Anlauf schaffe. Nee. Oh, nicht. Okay, nicht. Nachlässig werden. Er kommt schon wieder angeschossen. Guckt es euch an. Er hat einen Fehler gemacht und hängt gleich schon wieder hinter mir.
kippt schon wieder an meine Eckleiste. Ich kapier's nicht. Nein, du Bastard! Der hat mich weggecrashed, Mann! Fuck! Boah, ich wusste es einfach, ey. Warum hab ich so ein Pech? Wie unfair ist das denn jetzt? Den krieg ich nicht mehr eingeholt. Dieser goldene Bastard. Komm schon, ich muss den kriegen. Ich muss den nochmal einholen. Komm, mach einen Fehler. Komm schon. Was ist denn das Problem bei dem Rennen? Die machen keine Fehler, wenn die vorne sind. Kriege ich nicht mehr. Doch, er ist hängen geblieben. Er ist hängen geblieben. Ja! Oh Gott, jetzt müssen wir nur noch zwei Runden schaffen. Kommt schon. Drücken wir die Daumen ab. Der andere hat auch einen Unfall gebaut. Oh, das ist die Chance, auf die wir gewartet haben. Oh, haben wir ein Glück. Ich darf keinen Fehler mehr machen. Nirgendwo crashen oder wegbrechen. Bitte brich nirgends wo aus. Und der, ja, jetzt kommt der RX-7, der ist genauso gefährlich. Der ist sogar noch schlimmer als dieser S2000, wenn man Pech hat. Komm schon. Hoffentlich crasht er mich nicht auf. Alter, jetzt wird's ernst. Letzte Runde. Zwei wurden ausgeschaltet, einer hängt uns am Arsch. Jawohl, er hat auch einen Unfall gebaut. Ja, komm schon, jawohl. Oh mein Gott, habe ich ein Glück. Oh. Oh, jetzt Konzentration die letzten paar Meter. Oh, jetzt wäre es fast passiert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm schon. Oh, er holt wieder auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das wird so scheiße knapp, wenn ich jetzt scheiße baue. Mein Nass ist leer. Nein. Oh, 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 oh. Komm schon, ja, ja. Oh mein Gott! Oh! 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 Beim ersten Mal, beim ersten Versuch, nur weil die Spackos so viele Unfälle gebaut haben. Ey, ich hab das noch nie geschafft so schnell. Buh. Alter. Der hing die ganze Zeit hinter uns. Ja. Guckt euch die Rundzeiten an, die sind kaum unterschiedlich. Boah, ey. Boah, ey. Unglaublich. Ich hätte niemals erwartet, das Rennen so mal eben in der ersten Runde zu schaffen. Das war so schwer immer. Boah, geil. Alter, sowas von speichern jetzt, ne? Jawohl, ja genau, speicher. Speicher dich hart. Boah.
Boah, ich bin happy, dass ich dieses Rennen direkt geschafft habe. Ich hing da früher garantiert stundenlang dran. Diese drei Arschlöcher zu besiegen, ey, war früher so schwer. Und jetzt habe ich einfach mal richtig Glück gehabt. Das, obwohl der eine Pisser uns eiskalt weggecrasht hat. Aber, wie man sieht, macht sich das, das rächt sich. Der ist ja auch hängen geblieben. Boah, Glück. Boah. Boah, wenn wir hier gewinnen, wären wir Platz 1 auf der Drift-Rangliste. Jetzt haben wir nur ein Rennen, was richtig schwer wird. Oder zwei. Zwei Rennen nur noch, die genauso hart sind. Einmal das gegen Eddie, wobei das relativ einfach war immer. Und dann das allerletzte gegen diesen Unbekannten. Oh, wo muss mein Auto abholen? Boah, bin ich stolz gerade auf dieses Auto, dass es sich so gut angestellt hat und so gut wie gar nicht weggebrochen ist. Das Rennen auch beim ersten Versuch, ey. Boah. Unglaublich. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich auch nicht dran geglaubt. Ich hätte jedem anderen gesagt, der beim ersten Versuch geschafft hat, du laberst Scheiße, jetzt habe ich es selber direkt geschafft. Wir haben echt Glück gehabt, dass die so viele Fehler gemacht haben. Wir haben ja gesehen, wie eiskalt die direkt wieder hinter uns waren, jedenfalls der zweite immer. So, und mit dem Rennen hier landen wir auf Platz 1 der Drift-Rangliste. War das einfach nur krank jetzt gerade da drin. Boah, bin ich froh, dass das vorbei ist, ey. Ach, Zweiter bin ich jetzt erst im Durchmaus. Okay, ich dachte, wir wären Erster. Scheiße. Boah, nur ein paar Rennen, dann sind wir fertig. Wankelmotor Drag. Hat der RX-7 hat auch einen Wankelmotor? Ich dachte, der RX-8 hat nur einen. Oh, toll, ey. Da ist er wieder, der lilane Pisser. Ja klar, er biegt genau dann ab, oder was? Boah, ey. Thank you.
krass schnell, der Typ, Alter. Wie soll man das denn schaffen? Moin Dominik. Okay, ich halte Eddie im Auge. Der Typ ist voll abgedreht. So, was feiert der? Oh, jetzt geht's darum. Jetzt geht's um Platz 1. Ich bin die Nummer 1 der Rundkurs-Rangliste und du, ja, mein du nächstes bist auch mein nächstes Opfer. Kurt ist Platz 1. Wenn wir den platt machen, sind wir auf Platz 1. Und dann dürfen wir wohl bald gegen Eddie fahren, dem super krassen Typ. Oh, ein richtiges Duell, oder? Ah, da bricht der Wagen wieder aus. Unglaublich. Boah, Alter. Geht das jetzt schon wieder los? Von dem Typ, der da rechts fährt. Kostet nur Zeit. Aber soll mir recht sein. Besser für mich. Ja, was los? Verteidige deinen ersten Platz mal richtig da. Fischfossil. Ich würde sagen, das haben wir in der Tasche. Der hat eiskalt verkackt. Tö, Platz 1 in der Rundkursrangliste. Ich glaub's nicht. Du hast mich von Platz 1 verdrängt. Ja, Most Wanted haben wir angefangen schon sogar. Werde ich dann auch beenden wahrscheinlich. Carbon haben wir schon komplett durch. Könnt ihr auf YouTube euch reinziehen. Oder hier auf Twitch. Müsste da eigentlich noch sein.
Ich kann nicht glauben, dass du wirklich die Nummer 2 der Sprinter bist. Aber der erste Platz ist nicht drin. Chat mag zwar noch Nummer 1 sein, aber er ist schneller Nummer 2, als er gucken kann, wenn du einmal loslegst. Ja, das stimmt wohl. Das Dragrennen wird vielleicht das schwerste, deswegen hebe ich mir das für das Ende auf, wegen dem Verkehr, wie immer. Das wird hier wahrscheinlich auch ein Duell. Kein Duell, okay. Jetzt kann ich darauf geachtet, dass die Stadion wieder da drauf ist. Schon wieder dieser Tunnel. Den haben wir auch schon oft genug gesehen. Wow. Boah, Hammer, Alter. Ja, ramm mich! So. Das muss ich auch direkt schaffen, der wäre edel. Driftrennen wird glaube ich nicht so das große Problem sein. Komm, da hinten ist das Ziel. Das ist nur kein Scheiß da. Ich denke mich auch wieder an eine Schütze. Jawohl! Von einem Anfänger besiegt, hier stimmt was nicht. Oh. Alles ich klar. Dich nicht schon. Boah, wir sind so krass nah am Finale, ne? Das letzte Rennen wird aber auch so richtig kacke. Oh. Das ist auch nicht leicht. Sogar ziemlich schwer, glaube ich. Das ist glaube ich irgendwie der einzige, dessen Karre wir noch nie gesehen haben. Alter, was hebt der Wagen ab? Der Drift war irgendwie fail, hat nicht mehr gezählt und die Karre ist einfach rot. Thank you.
Scheiße. Punkte dazu gehabt. Du bist ein echt kranker Drifter. Echt kranker Drifter. Mensch. Die prügeln ja auf mein Ego ein gerade. Ey, weil wir haben vorhin Rennen gehabt, ne? Die waren auch schwer subpsycho. Da habe ich keinen Bock mehr, glaube ich, dass ich in den Controller reingebissen hätte. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, mit der Stimme zu synchronisieren. Das spackt voll um mir alles. Ich weiß auch nicht warum. Das ist schon immer so gewesen, wenn ich mit OBS stream. Wirf lieber keinen Blick unter meine Motorhaube. Sollst du nicht schon vor dem Rennen vor Angst in die Hose machen. Immer diese Laberei. So, das ist der letzte Rennen, also überall Platz 1. Wäre der Motor fast hochgegangen. Alter, ich glaub's nicht. Das war echt schwach. Eddie rastet bestimmt voll aus. Ich nehme mir eine Auszeit. Tja, scheiße gelaufen, ne? Wir sind überall Erster. Voll die Heroes. So, jetzt geht's los. Guter Samariter. Nee, noch nicht. Oder? TJ hat Samantha den Wagen abgenommen. Besiege ihn, hol den Wagen zurück und versöhne dich mit ihr. Jetzt müssen wir uns erstmal mit ihr versöhnen. Okay, ach du Scheiße, gibt's hier viel Kohle. Der mit seinen ganzen Psychoteilen, die er da so hat, müsste die Karre ja abgehen wie ein Zäpfchen, ne? Hello Kitty Spezial Edition kommt jetzt. Oh, yeah.
Warum 5 Wunden? Warum? Wollt ihr uns nochmal quälen jetzt, wo wir so nah am Ende sind? Sagen, der kommt ja gar nicht aus dem Arsch, aber langsam kommt er näher. Oh ja, da klaut er einfach der Cementa die Karre. Oh, ein Schwein. Würde ich mal. Alter, nee. Jetzt habe ich sogar, das weiß ich, das war nicht unsynchronisiert, ich habe das einfach vorher schon bemerkt, dass das gleich knallt. Ich weiß auch nicht, warum da so eine Verzögerung drin ist. Ich weiß nicht, ob man das bei OBS einstellen kann. Müsste man die Froschkeule mal fragen.